Kommendes Wochenende ist mal wieder der Ironman auf Hawaii. Und dafür haben wir Andreas Dreitz hier, der uns mal erzählt, was da geht. Hallo. Hi, hi. Schön, dass ich dabei sein durfte. Ironman Hawaii ist ja ein feststehender Begriff irgendwie für jeden. Nach dem Motto, würde ich nicht gerne oder würde ich gerne daran teilnehmen, ist auf jeden Fall bewundernswert, daran teilgenommen zu haben. Du hast daran teilgenommen. Und kannst du uns mal erzählen, was das so besonders macht? Ja, Hawaii ist natürlich der Gipfel eines jeden Triathleten, das Ziel, wo jeder hin möchte. Der Mythos, die Geschichten, die sich dort abgespielt haben und auch jedes Jahr abspielen, das ist fesselnd und man bekommt auch immer wieder Gänsehaut, wenn man das sieht, weil es einfach so extrem ist. Die Bedingungen sind der Wahnsinn. Also es fordert den Athleten wirklich alles ab, dort teilzunehmen und auch das Ziel zu erreichen. Und gerade das ist auch der Reiz, dass es eben so extrem ist und gut für uns Europäer oder gerade Deutschen natürlich auch an der anderen Seite der Welt. Traumhafte Kulisse, bestes Wetter und auch teilweise interessante Tierwelt, gerade im Wasser, was einfach ein wahnsinn schönes Flair auch ist auf dieser Insel. Also hast du tatsächlich die Möglichkeit, während eines Ironmans auch die Flora und Fauna Hawaiis zu bestaunen? Ja, bestaunt wird während des Ironmans weniger, das eher im Vorfeld tatsächlich oder dann danach. Aber es ist schon schön, wenn man so zum morgendlichen Schwimmen dann an den Pier kommt, wo sich alle Athleten treffen, gerade in der Rennvorwoche, man dann rausschwimmt und auch tatsächlich öfters dann Delfine sehr nah sieht. Und ja, so auch die buntesten Fische überall sieht, in dem klaren Wasser, das hat schon einen besonderen Reiz und ist schon sehr, sehr schön. Also klares Wasser ist auf jeden Fall besser als in Paris. Das ist schon mal vorweg, glaube ich. Ja, definitiv, ja. Klarer, weniger Strömung, weniger andere Verunreinigungen und definitiv aber auch wahrscheinlich mehr Wellengang. Das kann gut sein, weil das ist tatsächlich ja mitten im Meer oder mitten im Ozean. Das hat ja vor 45 Jahren angefangen mit 15 Leuten, die wissen wollten, wer ist der beste Athlet? Ein Soldat oder nicht oder wie auch immer. Und dann hat sich das von da aus verselbstständigt. Nach einem Jahr später hatte man schon 50 Anmeldungen. Und jetzt ist dem Ganzen nicht mehr Herr zu werden, sodass es Qualifikationen gibt, die man machen muss, um dann beim Ironman mitzulaufen und nicht mehr sich einfach anmelden und mitzumachen. Wie läuft denn so ein Tag für einen Ironman ab? Also so, wann steht man ungefähr auf und wann geht man wieder ins Bett am Ende? Also der Rennstart ist ja meistens in der Früh, oft auch schon zum ersten Sonnenlicht. Und insgesamt wird es ein sehr langer Tag. Und die Vorbereitungen beginnen schon sehr, sehr viel früher. Also ich stehe normal etwas mehr als 3 Stunden vor dem Rennstart auf und schaue, dass ich dann bis um 3 Stunden das ein kleines Frühstück, was relativ einfach ist, mit was schnell verdaulich ist. Also das ist meistens Brot mit Marmelade oder Honig noch zu mir nehmen, dass der Körper bis zum Rennstart das auch überwiegend schon verdaut hat. Und dann geht die Vorbereitung weiter. Dann ja noch die Verpflegung, die man für das Rennen hat, abfüllen in den einzelnen Flaschen. Wir haben ja auch dann Verpflegungsstellen, wo wir unsere eigenen oder Beutel, wo wir quasi unsere Spezialverpflegung auch abgeben dürfen und an bestimmten Punkten zugreifen dürfen. Und so wird das alles noch gepackt, zubereitet, dann ein bisschen die Strecke noch mal angeschaut, der mentale Fokus drauf und ja, dann geht's auch schon los Richtung Wechselzone. Da nochmal alles am Rad checken, das Rad fertig machen, die Reifen aufpumpen, Verpflegung drauf und dann weiter
zum Aufwärmen. Kurzer lockerer Lauf, wenn möglich am liebsten auch einschwimmen und die letzten Vorbereitungen treffen, bis es dann endlich losgeht. Und dann geht's los. Da musst du ab ins Wasser und ja, knapp 4 Kilometer schwimmen. Ist das so, wie ich mir das vorstelle? Ey, super, jetzt erstmal ab ins Wasser, wobei der Ozean da nicht so kalt, dass er dich weckt ist, sondern tendenziell sehr warm. Oder ist das so, erstmal schwimmen? Ich weiß nicht. Ja, es ist natürlich, oder für viele ist es so eine Hassliebe, weil Schwimmen halt so ein bisschen dazugehört, aber trotzdem macht man es gerne, oder beziehungsweise Triathlon wäre nicht Triathlon, wenn Schwimmen dann wegfallen würde. Und es ist trotzdem eine nette Auftaktdisziplin. Ich habe auch ein leichtes Schwimmdefizit, aber trotzdem gehört Schwimmen dazu und ist halt so ein schöner Auftakt. Und gerade auf Hawaii ist es ja wirklich auch angenehm mit den Temperaturen früh und auch im Wasser, dass man da vor dem Rennstart jetzt nicht unbedingt sich so sehr einpacken muss, sondern das auch wirklich schön genießen kann und das Flair aufsaugen kann. So, dann geht's nach den knapp 4 Kilometern aufs Rad. Ich meine, wenn ich schwimmen war und mit der in Anführungsstrichen nassen Buchse aufs Rad steige, denke ich nach 5 Metern, ach du Scheiße, war das doof. Sitzt da ein bisschen länger drauf. Nee, wir sitzen ein bisschen länger drauf, ja. Wir haben aber auch Spezialanzüge. Meistens ist das Einteiler aus spezifischem Material, was zuletzt hauptsächlich aerodynamische Vorteile bietet fürs Radfahren. Aber natürlich auch den Gesamtaspekt mit beeinflusst. Also das geht dann auch weiter in Kühlung, gerade für heiße Rennen. Teilweise auch Möglichkeiten, die Verpflegung zu verstauen, wenn man das haben will oder ob man da das extra nochmal macht. Und vor allem Einteiler, der aber für alle drei Disziplinen, also sowohl Schwimmen, Radfahren, Laufen, passt, den man dann nicht wechseln muss. In der Regel ist das auch eher ein wasserabweisendes Material, wo man nach dem Radfahren gerade mit dem Fahrtwind sehr schnell wieder trocken wird. Und wenn man dann aber spezifisch auf Hawaii das Rennen hernimmt, dort aber gerne auch wieder jede Verpflegungsstelle ausnutzt, um Wasser über sich zu schütten, damit der Körper runterkühlen kann und die Körpertemperatur in einem angenehmen Bereich bleibt. Ja, weil wenn du aufs Rad steigst, ist es zeitlich so, es wird langsam warm, sage ich mal. Definitiv. Also die ersten 1-2 Stunden merkt man das auch noch nicht. Gerade beim Radfahren hat man den Fahrtwind. Also man nimmt das nicht so wahr wie dann beim Laufen oder später. Aber auch da muss man quasi schon mit Kühlen anfangen, weil die Körpertemperatur, die steigt immer weiter, genauso wie die Außentemperatur. Wenn man da zu fahrlässig ist oder nicht vorher agiert, bevor man es merkt, dann bekommt man die Rechnung ziemlich dicke. Ja, und dann nach 180 Kilometern Radfahren schmeißt du das Rad weg und läufst einen kompletten Marathon, was die meisten schon als Highlight ihres Lebens empfinden. So zum Abschluss, nur mal noch einen rauszuhauen. Wie schlimm ist das, dann nochmal einen Marathon zu laufen? Ja, es kommt natürlich viel drauf an, wie ist das Rennen bis dahin verlaufen? Wie gut hat man sich verpflegt? Die ersten Schritte durch die Wechselzone, fühlen sich oft richtig mies an. Vor allem ist das dann auch das erste Mal, wo man quasi von dem Fahrtwind ins Stehen kommt und meistens den Helm die ersten Meter noch auf hat, wo sich die Hitze ein bisschen staut und einem dann erstmal so richtig die Hitze ins Gesicht schlägt, mehr oder weniger. Und die ersten Meter durch die Wechselzone läuft man auch ohne Schuhe, was dann nochmal eine größere Herausforderung ist und oft sehr schwammig ist. Also da muss man wirklich auch erstmal klarkommen und dann die ersten Meter mit Schuhen sind oft dann deutlich besser. Und wenn das Rennen bis dahin ganz gut gelaufen ist, du alles richtig gemacht hast, dann laufen die ersten Meter auch noch relativ entspannt. Aber da gilt natürlich auch, einen guten Rhythmus zu finden und nicht zu überpacen, weil alles, was man zu früh, zu schnell macht, das bekommt man hinten dann doppelt verloren wieder. Und dann läufst du einen Marathon mit den üblichen
Marathonsymptomen, sage ich mal, während eines Laufs, oder sind die tatsächlich anders? Bist du früher platt oder ist früher dieser wunde Punkt oder ist das eigentlich im Prinzip wie jeder andere Marathon? Nee, also es ist komplett anders. So ganz kann ich den Vergleich nicht ziehen, weil ich bin tatsächlich noch nie einen reinen Marathon gelaufen. Aber dadurch, dass du ja energetisch schon erschöpft oder mit einem Defizit auf die Strecke gehst und auch du vorher schon aktiv warst über, ja gut, das sind bis dahin sind es ja dann 5,5 Stunden oder 5 bis 5,5 Stunden. Das ist ja komplett anders. Also vom energetischen, auch vom Hitzelevel auch so. Dein Körper hat schon was gemacht, der ist aktiv gewesen. Du hast schon Wärme produziert, du hast schon einige Körner verschossen und musst jetzt da quasi den Marathon laufen. Und die ersten Meter sind dann noch, oder die ersten Kilometer sind am Ali-Drive, was so minimal wellig ist, wo aber sehr viele Zuschauer noch sind, ein Out-and-Back-Stück, also hin und zurück, bevor es dann nach, das müssten circa 15 Kilometer sein, das steilste Stück der Strecke kommt, hoch die Palani Road zum Highway, wo es dann in die Einsamkeit geht. Die Strecke, hast du ja gerade schon angesprochen. Tatsächlich hatte ich mal gedacht, diese Ironman ist eine relativ flache Strecke. Ja, vergiss es, weil Big Island Hawaii ist relativ hügelig, um genau zu sein. Wie ändert sich denn ja eure Herangehensweise, wenn ihr das Streckenprofil das erste Mal seht, so ungefähr? Ja gut, also man muss sich natürlich anpassen, auch schauen, wie da ist das Streckenprofil, wo geht's hoch, wo geht's runter, wo gibt's sogenannte False Flats auch, also Abschnitte, die ausschauen, als sie flach wären, aber tatsächlich leicht hochgehen, dass man das im Kopf auch verinnerlicht und da eben dementsprechend einen guten Rhythmus findet und auch ja, gerade bei solchen extrem langen Belastungen und bei der Hitze schaut, dass man möglichst die Spitzen reduziert und möglichst mit gleichmäßiger Energie, mit gleichmäßigem Output die Strecke absolviert und gerade an den steilen Anstiegen oder Anstiegen vielleicht etwas rausnimmt, viel auf den Körper auch hört, um dann später wieder einen Flow zu finden und einen guten Rhythmus zu legen. Ich meine, das Streckenprofil ist das eine. Das andere, was ich mir immer vorstelle, wenn ich vom Schwimmen aufs Rad steige, dann wird das Steigen schon sehr eierig. Wenn ich vom Rad länger gefahren zum Laufen wechsle, dann wird das in einer anderen Art und Weise eierig. Ist das wirklich das Schwierigste, der Wechsel an sich, von neben der Umzieherei und so weiter, auch über den Bewegungsablauf oder? Also der Wechsel und die Umstellung ist definitiv eine Herausforderung und sollte man vorher üben. Das kommt natürlich auch viel mit den Jahren. Also wenn man das viele, viele Jahre macht und auch oft trainiert, dann diese Wechsel, gerade vom Radfahren auf Laufen und dann einen Koppellauf macht, dann kriegt man das immer besser gebacken. Und auch je besser deine Technik ist beim Radfahren und Laufen, desto mehr kannst du die Muskeln spezifisch ansteuern. Und tatsächlich sind das dann doch eher andere Muskelgruppen. Es ist zwar beides Beinmuskulatur, aber es sind eher andere Muskelgruppen. Und wenn du da eine saubere Technik hast, wenn du das kontrolliert ansteuern kannst, dann kann der Körper das quasi einen großen Teil separieren, dass du mit relativ frischen Beinen dann trotzdem zum Laufen überkommst. Also bei mir ist eigentlich immer so, am Ende des Radfahrens, ich bin froh, wenn ich dann vom Rad absteigen darf, weil die Beinmuskulatur am Rad dann irgendwann genug getan hat, weil wir ja auch dafür trainieren beziehungsweise das Rennen so gestalten wollen, dass es eben genau bis zu dem Zeitpunkt ausreicht und dann eben der Wechsel kommt. Während sich die Laufmuskulatur fürs erste Drittel bis zur ersten Hälfte in der Regel noch sehr gut anfühlt. Also das kommt dann erst tatsächlich, der letzte Abschnitt ist immer entscheidend.
als Pacing-Strategie würde ich eigentlich immer empfehlen, das alles zu dritteln, dass man das erste Drittel sowohl vom Schwimmen, Radfahren, Laufen auch wirklich erstmal sehr, sehr behutsam angeht. Immer mit dem Gedanken, dass ich eigentlich denke, ich müsste etwas schneller sein, aber so mit einem leichten Fuß auf der Bremse bewusst einen Ticken langsamer, als man denkt, das wäre gut. Natürlich wird das auch dann über die Uhr bzw. Wattmesser am Fahrrad dann nochmal kontrolliert. Aber vom Gefühl her so ein bisschen weniger, als man eigentlich denkt, das richtig wäre. Und dann das zweite Drittel dann so, da ist man genau drin. Und das dritte Drittel wird dann automatisch schon eher schwieriger, wieder die angepeilten Werte zu halten. Was macht denn den Ironman auf Hawaii so besonders, außer Landschaft, Hawaii und der Mythos, dass es das erste Ironman-Triathlon-Ding ever war, dass da alles den Ursprung hatte. Ich meine, Wetter ist da mit Sicherheit auch ein Faktor im Gegensatz des Images von Hawaii. Ja, definitiv. Also gut, ich meine, die Laufstrecke, die dann später weitergeht zum sogenannten Energy Lab, die führt ja über den Highway, wo die Sonne nochmal direkt über den Asphalt bitzelt, wo alles nur noch verschwommen ist, zum Energy Lab, das eben extra da gebaut wurde, weil das einer der heißesten Orte, wenn nicht sogar der heißeste Orte ist der Welt, um da Forschung zu betreiben, dort eben gebaut wird. Und da muss man erstmal auf die Idee kommen, dass man die Laufstrecke ausgerechnet dahin macht. Aber genau das ist halt auch der Reiz, weil es so extrem ist. Und der ganze Hype, der beginnt natürlich auch schon viele Tage vor dem Rennen, wenn die Athleten aus der ganzen Welt anreisen und sich auf das Rennen vorbereiten. Für viele ist ja doch die Zeitumstellung ein großes Thema, auch die Anpassung an die Hitze, dass eine frühe Anreise ja erfordert oder zumindest ja sehr empfehlenswert ist. Und dadurch ist in dem kleinen Örtchen Kailua Kona, das ja vielleicht gerade mal knapp über 20.000 Einwohner hat und auch drumherum ist nicht wirklich ein anderer Ort, dass das natürlich so ein richtiges Triathlon-Nest wird, wo alle sich dann nochmal zum Schwimmen am Pier oder im Aquatic Center treffen, zum Radfahren auf dem Highway, zum Laufen auch dann Ali Drive, der Klassiker. Und da ist es auch so, es gibt quasi kaum andere Möglichkeiten, als auf der Rennstrecke zu trainieren. Und daher ballt sich das gewaltig und entsteht ein riesiger Hype und auch so die Vorfreude. Gerade bei Amateurathleten auch, wenn man sich so selber sieht, aber auch Profikollegen, dass man sich halt oft im Vorfeld auch dann, dass sich die Wege kreuzen und man dann so sich so ein bisschen beäugen kann auch, was macht der andere. Und ja, viele schießen sich auch schon im Vorfeld ab, das kommt auch immer öfter vor, aber das sei eben selbst überlassen. Ja, und dann hast du noch bei Hawaii tatsächlich das Problem, dass es da auch mal spontan stürmen könnte oder so ein kleiner Vulkanausbruch ja an der Strecke entlang fließt, dass die Hitze dann auch von der Seite kommt. Wie schlimm ist denn dieses Unvorhersehbare auf Hawaii eigentlich? Ja, also es kann immer anders kommen. Also vor allem Tradition haben ja die Winde vor allem, dass die aufkommen, die sogenannten Mumuku-Winde, vor allem im Tagesverlauf, dass das stärker wird oder ab der Hälfte vom Radfahren beim letzten Abschnitt hoch nach Hawi. Dass die dann wirklich nochmal das Rennen schwerer machen. Ein spontaner Vulkanausbruch ist zumindest jetzt nicht eine wirkliche Bedrohung. Das wissen die Geologen dann meistens schon doch mit etwas mehr Vorlauf und da würde auch entsprechend gewarnt werden. Aber gut, die Bedrohung die ist theoretisch da, aber jetzt nicht wirklich kurzfristig oder für das Rennen. Und tatsächlich kann es aber deutlich öfter, als man zumindest die letzten Jahre im Fernsehen bei den Rennen gesehen hat, kann es regnen. Oft ist es eher am Abend, aber auch tagsüber ist die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, ist schon auch da, worauf man sich auch dann zumindest theoretisch einstellen muss, auch wenn das die letzten Jahre beim Rennen nicht der Fall war. Ja, und dann wird es nochmal kühl, während es eigentlich heiß ist, sozusagen.
Ja, man freut sich eher über die Abkühlung. Also es ist nicht, also frieren wird hier keiner auf Hawaii. Zumindest nicht da, wo die Rennstrecke ist, auf den unteren Gebieten. Wenn du dann natürlich mal einen Ausflug oder eine Tour zum Vulkan hoch machst, da ist es tatsächlich kalt und kann auch tiefe einstellige Grade haben. Wenn du dann da, ich meine, Kona ist ja, wie gesagt, eine relativ übersichtliche Stadt. Inwiefern nimmt man denn als Triathlet dann dieses ganze Hawaii-Feeling ja wahr, wenn man eigentlich auf Big Island ist und nicht auf Maui oder Oahu, wo halt der ganze Tourismus abgeht, sag ich mal? Ja, also das ist trotzdem, macht man vielleicht mal einen kleinen Ausflug oder sieht da ein bisschen was, und Hawaii, beziehungsweise da, dass sich das so bald und dann vor allem auch mit dem Schwimmen, Radfahren, Laufen, dass man da ja draußen unterwegs ist, nimmt man das schon auch wahr. Es ist ein anderes Hawaii, also gerade für viele andere Touristen, die vielleicht eher die anderen Inseln kennen, ist es einsamer, verlassener, aber gerade in der Woche ist ja so viel Action da los. Also das ist ein kleiner Ort, der quasi einmal im Jahr ein riesen Highlight hat und aus allen Nähten platzt, wo ja schon richtig, richtig was los ist. Und dann hat man auch die Möglichkeit, da das ja Feeling komplett aufzunehmen, und auch die Veranstaltungen im Vorfeld sind ja schon auch so, dass da wirklich was los ist, ja. Ich meine, wir hatten schon kurz das angesprochen, es sind nicht mehr 15 Leute, sondern eine ganze Menge mehr Leute, die den Ironman bestreiten, sodass es mittlerweile Qualifikationen gibt. Ich denke, dass du dieses Jahr nicht dabei bist und Zeit hast, mit mir zu reden, weil du dich dieses Jahr nicht qualifiziert hast. Wieso nicht? Und hast du in nächster Zeit vor, dich zu qualifizieren, oder bist du gar schon qualifiziert fürs nächste Jahr? Ja, meine Story ist nicht ganz so erfreulich. Also ich hatte einen schweren Radsturz, das schon vor 2,5 Jahren her ist, wo ich in St. George bei der Ersatz-WM quasi, wo ich mit einem Motorrad bei ziemlich schneller Geschwindigkeit kollidiert bin, und mir aufgrund dessen unter anderem einen Muskelriss vom Tensor Fasciolatus zugezogen hat. Der war 90% durch. Der spannt quasi die Faszienplatte an der Seite und kontrolliert die arbeitende Muskulatur beim Radfahren. Und da hatte ich lange zu kämpfen gehabt und konnte gerade in meiner starken Disziplin, was Radfahren war, lange nicht an meine früheren Erfolge anknüpfen. Und habe das wirklich auch erst jetzt im August so richtig in den Griff bekommen, dass das nicht mehr mein limitierender Faktor ist. Dementsprechend die Quali leider verpasst für dieses Jahr. Aber jetzt nochmal ein gutes Saisonende hingelegt und mit Podiumsplatzierungen ein zweiter Platz beim 70.3 in Tschechien, in Hradec Králové, über die halbe Distanz, und zweimal ein dritter Platz beim Ironman Chattanooga und Ironman Malaysia vor wenigen Tagen jetzt erst, konnte ich die Weichen schon fürs nächste Jahr legen und da die Quali für nächstes Jahr sichern und da auch nochmal ja viel Selbstbewusstsein, Motivation auch wieder mitzunehmen und im Endeffekt tatsächlich auch die Hoffnung und die Möglichkeit, überhaupt diesen Sport auf dem Niveau wieder weitermachen zu können, und freue mich, dass ich nächstes Jahr wieder dabei sein kann und groß angreifen darf, aber dieses Jahr leider nicht. Ja, dann auf jeden Fall alles Gute für nächstes Jahr, wobei ja nächstes Jahr nicht Hawaii ist, sondern es wechselt jetzt immer zwischen Hawaii und Nizza. Nächstes Jahr ist Nizza, dann ist wieder Hawaii. Also für Hawaii brauchst du jetzt doch 2 Jahre. Was hältst du denn von diesem Wechsel? Also ist das okay oder denkst du, es ist eher dem ganzen Mythos und so weiter abträglich? Also der Mythos, der leidet schon darunter. Also Nizza, der, beziehungsweise lebt Hawaii, ja, oder der Triathlon auf Hawaii von dem Mythos, von der Geschichte, auch von der
ja, vielleicht auch vor allem aus unseren Augen, dadurch, dass das am anderen Ende der Welt ist, dadurch, dass das halt was komplett anderes ist und dadurch auch so spektakulär ist. Tatsächlich ist der Kurs in Nizza aber auch anspruchsvoller. Also der Radkurs bietet sehr viele Möglichkeiten in den Bergen. Ja, ist eine sehr schöne Strecke und ein anderes Rennen. Und so natürlich auch von der Atmosphäre bietet es nochmal viel, viel mehr Möglichkeiten, gerade auch für Freunde, Familie etc., weil es eben einfacher zu erreichen ist, dass man auch da zur WM mitkommen kann und darf, um da das in einem mit mehr Leuten quasi dann feiern zu dürfen. Ich meine, jetzt ist am Wochenende erstmal Hawaii angesagt und wir Deutschen sind ja nicht ganz unerfolgreich gewesen auf Hawaii bislang. Haben wir denn dieses Jahr wieder die Chance, irgendwas vorne zu machen oder siehst du das nicht? Also wir sind auf jeden Fall nicht mehr so dominant, wie es mal war oder die letzten Jahre, wo es tatsächlich reihenweise Siege gab. Hier mein Teamkollege Patrick Lange ist natürlich einer der Top-Kandidaten, der die Insel liebt und der dort auch sicherlich wieder seine Chancen sucht, um da ein Wörtchen mitreden will, um ganz, ganz vorne die Plätze mit ein paar anderen Jungs noch unter sich auszumachen. Ja, und wirst du nachts aufbleiben und dir das Ganze in Gänze angucken oder guckst du dir nur die Aufzeichnung an? Ja, also ich werde sicherlich, ich weiß nicht, ob ich das ganze Rennen komplett anschauen werde oder ob ich dann hier und da mal zwischendrin reinschalten werde, aber ich werde das auf jeden Fall quasi komplett verfolgen, also von Anfang bis Ende und dann eben dementsprechend mit kleinen Pausen zwischendrin das verfolgen und mitfiebern. Hat sich denn für dich das irgendwie, ich meine, das ist ja jetzt nicht das erste Mal für dich sozusagen, irgendwie geändert, weil mittlerweile ist, haben wir ja schon gesagt, das Ganze in Hawaii eine Art Wirtschaftsfaktor und nicht mehr 15 Leute versuchen sich zu betteln, sondern ja, es wird gesponsert und so weiter. Ist das noch ein Rennen, was man gemacht haben muss, sozusagen, oder ist es jetzt wieder wie jeder andere Triathlon, nur ein bisschen länger vielleicht und wärmer? Nee, also ich würde schon sagen, also definitiv, das ist ein Triathlon, den man gemacht haben muss, was ja das Ziel von den meisten nach wie vor ist. Die Qualifikation allein gilt ja auch im Amateurbereich schon zu einem Art Ritterschlag. Die Zeiten werden schneller, also auch das ist nicht mehr so einfach. Man muss ja sportlich auch mehr investieren, um da überhaupt dabei sein zu dürfen. Es ist ein erlesener Kreis. Aber das ist nach wie vor noch ja das Rennen, was wir haben. Inzwischen gibt es natürlich auch gute Alternativen auch, wo man sagt, okay, macht man doch eher andere oder beziehungsweise hat man gar nicht die Möglichkeit, aber das ist definitiv ein Rennen, das jeder gemacht haben soll. Ja, dann machst du das nächstes Jahr, aber nicht auf Hawaii, sondern in Nizza. Dieses Jahr machst du das fernsehmäßig, sage ich mal. Bist du der Fernsehtriathlet. Danke dir für deinen Einblick, warum Hawaii so was Besonderes ist und so anders als viele anderen Triathlons. Danke. Ja, vielen Dank, dass ich hier auch ein bisschen was erzählen durfte und